herzlich willkommen, liebe YouTube-Community. Wir spielen heute den zweiten Teil vom Let's Play Retro Road Rash 3. Und zwar auf dem Sega Mega Drive. Und es geht natürlich jetzt hier auch sofort weiter. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wir haben noch ein Rennen hier zu fahren in der Stage 1, im Level 1. Und zwar in Kenia. Und dann werden wir natürlich jetzt unser Glück erneut versuchen und hier das Rennen in Kenia bestreiten. Zwischenzeitlich wurde bisher auch noch nichts am Motorrad weiter verändert, außer was ihr in der letzten Folge gesehen habt. Und wir werden jetzt natürlich hier nach guter Manier unseren Kontrahenten ein paar schöne, kräftige Packungen verpassen, um hier in Kenia auch bestehen zu können. So soll es natürlich nicht laufen. Schön das Moped in den After der Kuh gedrückt. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier das Feld von hinten wieder aufholen. Haben wir gerade mal den ein oder anderen Kenianer hier mal über den Haufen gefahren. Also soll jetzt natürlich keine Anspielung sein, aber er stand halt mitten auf der Straße und wir fahren hier schließlich unser Rennen. Da kann das schon mal passieren, dass man da den ein oder anderen Kenianer... Ja, komm. Da über den Haufen fährt. So, ihr Lieben. Wir sind auf Platz 11. Wir haben noch um die 3,5 Meilen hier zu fahren. Und ich wünsche uns natürlich, dass wir jetzt hier dieses Rennen in Kenia auch mit dem ersten oder zweiten Platz belegen können. Der Biff kriegt ein paar aufs Maul. So gehört sich das natürlich bei Road Rash 3. Und diejenigen, die letzte Folge nicht geschaut haben, wir spielen Road Rash 3 auf dem Sega Mega Drive, auch bekannt als Sega Genesis im internationalen Sprachgebrauch. Einer meiner Meinung nach wirklich besten Motorradprügelspiele überhaupt. So, Biff küsst den Asphalt und den Skatboy, den haben wir hier auch schon. Ah. So leicht kriegt er uns hier natürlich nicht vom Bike hauen können. Dem Ronda noch schön ein paar verpasst. Und dann geht das jetzt hier auch bald auf die Zielgerade. Aber auch da hat es mich leider nochmal wieder hier vom Bike gedroschen. Also der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist, wenn ich das mal so sagen darf, auch gar nicht ohne. Also selbst in der ersten Stage sind zwar die Gegner da noch relativ human und die Strecke nicht allzu lang. Was aber den Nachteil natürlich mit sich bringt, dass wir, wenn wir da ein oder zweimal wirklich kräftig auf den Sack kriegen, natürlich hier nicht mehr so gut aufholen können, wie wir uns das vielleicht doch eher wünschen würden, um hier natürlich die Stage Kenia bei Road Rash 3 auch mit Erfolg beenden zu können. So, ins Ziel gekommen ist man natürlich, unser Charakter, der fuchtelt natürlich fröhlich mit den Händen hin und her und freut sich, dass er gewonnen hat, aber irgendwie diese Animation zu sehen, dann doch eher mit mäßigem Erfolg. $100 gibt's. Ich würde vorschlagen, ihr wisst ja, dass man hier bei Road Rash 3 ein bisschen Tuning machen kann. Und dann werden wir das jetzt auch tun. Also wir hatten jetzt in der letzten Folge schon etliche Bike Parts hier im Bike Shop ausgetauscht. Und wir werden uns jetzt der Performance widmen. Ich hatte zwar gesagt, komm, wir heben uns das lieber für die nächste Stage auf. Aber um jetzt hier in Kenia, meiner Meinung nach, einer der schönsten, aber auch wirklich schwierigsten Strecken bestehen zu können, muss natürlich unser Ofen dementsprechend auch ein kleines bisschen mehr Dampf unterm Arsch haben. Pardon. Und der Biff, unser guter Freund, kriegt hier als erster natürlich die wohlverdiente Faust. Ich wechsle auch mal hier auf das Brecheisen. Wir hatten ja in der ersten Folge schon die ein oder andere Waffe freigeschaltet und das Brecheisen zieht natürlich hier deutlich mehr Energie ab bei unseren Gegenspielern. Kommt
aber auch immer wieder rangefahren, als hätte er so einen kleinen Geschwindigkeitsschub. Aber lässt mich hier natürlich kalt. Denn der gute Ronda fährt weiter ohne Honda. Ihr dürft mir übrigens gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr bisher das Spiel fandet. Es ist natürlich alles andere als Full HD und natürlich auch kein Spiel für Next-Gen-Konsolen. Es gab es bis einschließlich des Jahres 2002 in verschiedenen Varianten aus verschiedenen Portierungen zusammengewürfelt. Soweit ich das weiß aktuell, soll sogar eine Variante für die aktuelle Konsolengeneration rauskommen, für PlayStation 4, soweit ich weiß, und auch vielleicht für Xbox One. Bitte korrigiert mich, wenn das falsch sein sollte. Das war zumindest der letzte Stand, den ich hier in der Presse habe verfolgen können. So, die Belladonna haben wir vor den Jeep gedrückt. Denn wir spielen hier natürlich mit 16-Bit. Prösterchen mit einem Sega Mega Drive. Wir sind jetzt auf dem zweiten Platz. Das müsste eigentlich jetzt am Ende der Stage sogar gerade ausreichend sein, um hier vielleicht doch noch einen weiterzukommen. Sergio kommt von hinten nochmal angefahren und kriegt natürlich hier auch erstmal schön ein paar Vonlatz. Die Variante für den Sega Mega Drive von Road Rash 3 wurde übrigens, für ein kleines bisschen Geschichtsunterricht jetzt hier am Rande, im Jahre 1995 erst veröffentlicht und war, soweit ich weiß, auch einer der exklusiven Titel für die Sega Mega Drive Konsole. Sind wir also gute 22 Jahre jetzt am Start mit diesem Spiel. Wir haben gewonnen, wunderbar, wir freuen uns natürlich hier, haben damit Kenia jetzt auch abgeschlossen. Und in der Siegesanimation kriegt hier der Motorradpolizist schön einen auf den Sack. So wie sie es gehört, kriegen $1000. Das heißt, wir können jetzt in der Stage 2 vielleicht gucken, ob wir entweder das Motorrad behalten, was wir jetzt noch haben, weil wir haben es ja voll aufgetunt, oder wir schnappen uns dort vielleicht auch mal eine schnellere Maschine. Und wir starten jetzt hier unser erstes Rennen in Level 2. Weil ja die Strecken in Road Rash 3 sich wiederholen und im Endeffekt in der Länge variieren, bedeutet, zum Schluss werden die Strecken immer länger, bis zu über 20 Meilen, möchte ich euch jetzt in der zweiten Ausgabe des Let's Play Retro Road Rash 3 gerne eine neue Strecke präsentieren, nämlich Australia. Wir fahren ins Outback und werden natürlich alles geben hier, um vielleicht direkt den ersten Platz erreichen zu können. Ah, dieser Soundtrack ist einfach absolut genial. Meiner Meinung nach echt einer der schönsten MIDI-Soundtracks überhaupt. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr den Soundtrack von Road Rash 3? Hat er euch auch schon gepackt oder sagt er, ne Junge, das ist alles doch Dödel, das braucht man nicht. Ich brauche dann doch eher das Symphonic Orchestra bei Call of Duty. Schreibt es mir einfach bitte in die Kommentare, wie euch hier dieser Soundtrack gefällt. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Denn ich muss natürlich gestehen, bin ein Metalhead. Und deswegen stehe ich auch natürlich hier auf die Rocksounds von Road Rash 3. Da in Australien ja auch auf der linken Straßenseite gefahren wird, wird natürlich hier auch auf der linken Straßenseite gestartet und der Gegenverkehr kommt von rechts. Kurz zum Thema Straßenseite und Rechts-Links-Schwäche, welche ich da glaube ich relativ stark besitze. Ich habe im ersten Video gesagt, dass in Deutschland auf der linken Straßenseite gefahren wird. Das ist natürlich völliger Bullshit. Und möchte ich natürlich hiermit korrigieren, es wird natürlich in Deutschland bei der deutschen Alpenstrecke auch auf der rechten Seite gestartet und nicht, wie ich das fälschlicherweise gesagt habe, auf der linken. Also sorry bitte für diesen kleinen Patzer, weil ich da so ganz überzeugt gesagt habe, oh, wir fahren in Deutschland auf der linken Straßenseite und in England auch auf der linken. Das ist natürlich völliger Blödsinn, sorry dafür. Bitte um Nachsicht. So, den haben wir hingelegt, den Burschen. Das geht nämlich auch, man kann nämlich hier
Man kann nämlich hier wunderbar auch die Gegner durch einen kräftigen Rammstoß, ohne großartig zu prügeln, wenn man ein bisschen Glück hat, auch aufs Korn nehmen oder besser gesagt auf die Seite werfen. Na komm, Lucky Luke. So, dich kriegen wir doch auch noch hier. Kammer angeschossen. Den habe ich nicht gesehen, Kinder. Ihr Lieben. So, hier sieht man noch einer der Waffen vom Lucky Luke. Der kann nämlich so Oil Cans, nennt sich das, so kleine Ölfässerchen werfen und will uns damit natürlich hier zum Sturz zwingen. Was er natürlich getrost vergessen kann. Denn so leicht lassen wir uns hier natürlich nicht auf den Asphalt drücken. Und schon mal gar nicht vom Lucky Luke. Der übrigens meiner Meinung nach in diesen kleinen Abspannbildern, wo ja dann hier die gegnerischen Fahrer sich über einen natürlich lustig machen, dass man natürlich hier nichts drauf hat und ach, ein totaler Newbie ist, immer meiner Meinung nach mit das bescheuerste Bild hat. Und deswegen gönnen wir ihm natürlich hier dementsprechend auch nichts. So, und vor uns ist die Nina. Momentan noch der erste Platz. Wir versuchen natürlich jetzt hier innerhalb unseres Streckenlimits auf den ersten Platz zu kommen. Haben wir geschafft. Wunderbar. Hier vorne ist die Zielflagge. Wir gewinnen natürlich Australien. Wunderbar. Ich freue mich, Kinders, weil das ist nämlich ganz schön schwierig, dieses Spiel. Vor allen Dingen jetzt in den höheren Stages wird das ganz schön bockig, das Game. Und da merkt man dann doch, dass es vielleicht Sega Mega Drive typisch ein bisschen, ja, so Spielhallen-Feeling hat. Bedeutet, ach komm hier, Stage 1 kann jeder, werfen wir nochmal 3 Mark in den Spielautomaten rein und scheiße, Stage 2 war dann doch ein bisschen schwerer, werfen wir nochmal 3 Mark hinterher, um das nochmal zu versuchen. Also ein bisschen Spielhallen-Atmosphäre kommt natürlich auf, weil die Stages ja dann noch immer kniffliger werden. Und es geht natürlich hier sofort weiter, denn wir fahren jetzt natürlich noch ein Rennen. Und zwar nehmen wir jetzt hier die Stage 2 Variante von Brasilien. So, obligatorisch kriegt natürlich der Biff noch ein paar in seine Kuchenzähne. Denn mit so einem Brecheisen kann man nicht nur Türen öffnen, sondern auch sehr gut Kauleisten sanieren. So, bitteschön, habe ich euch doch versprochen. Oh. Der Skeppy hat mir ein paar vor die Käppi gegeben. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ich höre natürlich jetzt auch auf mit diesen Flachwitzen. Weil ich möchte euch animieren, bei mir zu bleiben und nicht dazu verleiten, frühzeitig abzuschalten. Also bitte um Nachsicht. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Flachwitze. Aber es ist einfach super ulkig, dieses Game. Ich schwör's euch. Sehr, sehr, sehr lustig. Also wer vielleicht noch in der Tat die Möglichkeit hat, einen Sega Mega Drive heranzuschaffen, dem sei, da lag keiner auf der Straße, dem sei wirklich dieses Spiel wärmstens ans Herz gelegt. Macht übrigens auch im Splitscreen-Modus eine Menge Spaß. Hat man zwar leider keine Gegner, man spielt dann wirklich nur gegen den echten Mitspieler, gegen euren Freund oder eure Freundin. Was natürlich weniger actionreich ist, aber trotzdem eine Empfehlung, definitiv. Also Multiplayer hier bei Road Rash 3 kann man auch machen. Jubelt uns natürlich die Menschenmenge zu. Ja, ja, ja. Du machst das schon, Player A. Du bist natürlich Erster.
man sieht hier auch einfach nochmal wirklich deutlich, welche Performance einfach der Sega Mega Drive zu der damaligen Zeit gehabt hat, weil es wirklich butterweich und ultra schnell läuft und vor allen Dingen sehr präzise gesteuert werden kann. Das war auch ein Grund, warum ich damals als Kind, als kleiner Grobmotoriker, auch wirklich echt gut klarkam hier mit dem Game. Es sei wirklich jedem empfohlen. So, ich habe jetzt aber genug Werbung gemacht für Road Rash 3. Wir fahren jetzt hier auf den letzten Metern, sind leider nur der sechste Platz. Ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht hier die Brasilien-Stage als erstes oder vielleicht sogar als zweites beenden können. Wir haben es gerade gesehen, zwei von unseren Gegnern hat es gerade vom Polizeiwagen weggehauen. Wir sind jetzt hier auf dem vierten Platz und können vielleicht ja sogar noch hier vorne den Belladonna oder die Belladonna, das ist auch aus diesen Ingame-Karikaturen nicht wirklich zu ersehen, ob das ein Männlein oder ein Weiblein ist, vielleicht da hier doch noch dazu bringen, nicht Dritter zu werden. So, wunderbar. Also der dritte Platz, soweit ich weiß, reicht, glaube ich, sogar in der Tat aus, um hier diese Stage auch abzuschließen. Ja, und das hat funktioniert. Denn wenn unser kleiner Charakter auf dem grünen, also noch grünen Motorrad beim Zieleinlauf yeah, yeah, yeah schreit, dann wissen wir, wunderbar, wir haben es geschafft, wir sind eine Stage weiter. Also auch bitte den Infos zum Anfang, die ich beim ersten Teil unseres Let's Play Retros gegeben habe, dass man immer Erster werden muss. Wir konnten uns gerade eines Besseren belehren. Von daher, bitte nicht böse nehmen. Ich bin zwar ein Riesenfan von dem Game, aber habe ich halt vergessen, sorry. Yo, eins machen wir noch. Wir probieren es jetzt nochmal in Good Old England. Wobei das hier wahrscheinlich auch eher Schottland sein könnte, weil diese Highlands sind hier auch in Schottland und natürlich nicht in England. Das heißt ja auch UK und nicht nur England, diese Strecke. Von daher hoffen wir natürlich, dass wir auch hier vielleicht unter die Top 3 kommen, um England hier beenden zu können. So, einen hat's aufs Maul gelegt, so gehört sich das auch. Denn wir schenken uns hier natürlich nichts. Haben natürlich den Sergio hier aufs Parkett gelegt. Die Kette zum Beispiel, die gerade hier hinter uns der Gegner in der Hand hatte, lässt sich selbstverständlich auch aufnehmen, wenn man möchte. Dann benutzt man, wie erwähnt, die Faust, nimmt die Kette auf und hat dann die Kette hier im Arsenal natürlich mit aufgenommen. Da die Kette meiner Meinung nach aber eine der schwächsten Waffen überhaupt im Spiel ist, lasse ich es in der Regel immer liegen und fahre so lange wie es geht mit dem Brecheisen oder hier mit den Nunchakus. Die wollen wir natürlich haben, weil die sind ultra stark. Hoffen wir natürlich, dass der Ikira hier uns vielleicht diese Nunchakus überlassen möchte. Denn damit kann man dann wirklich, je nachdem wie viel Lebensenergie hier der Gegner im Vorfeld schon hat. Okay, das war wohl nichts mit den Nunchakus. Vielleicht ein andermal. Also je nachdem wie viel der Gegner an Lebensenergie zu Anfang hier hat, kann man mit einem Nunchaku-Schlag hier wirklich direkt einen One-Shot-One-Kill hier erzeugen. Und den Gegner dementsprechend auch auf die Straße drücken. Entschuldigt bitte. So, das war einmal verdrückt, sorry. Denn beim Sega Mega Drive gibt es aufgrund der doch sehr dürftigen Tasten auf dem Gamepad die Möglichkeit des Waffenwechsels nur durch das Steuerkreuz nach oben und die Starttaste. Und Start ist natürlich hier auf Pause, wenn man nicht Steuerkreuz nach oben richtig drückt. So, wir kriegen auf den Sack vom Helikopter. Der versucht uns hier vom Motorrad zu hauen. Oh, war es auch schon sehr schön. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber ich glaube, dass wir hier die Strecke UK in der Tat vielleicht sogar in den Punkten beenden können. Schauen wir mal. Schon mal ganz passabel aus.
nochmal so als kleinen Geschichtseinspieler. Es gibt, oder es gab besser gesagt, beim Sega Mega Drive zwei verschiedene Arten von Cartridges. Es gab die Sega-Cartridges, diese schwarzen, kleinen, leicht abgerundeten, und es gab natürlich die Electronic Arts Cartridges. Das ist dieses, das sind diese etwas längeren Cartridges, wo an der Seite so eine Art, ja, so eine Art gelber, so ein gelbes Siegel ist oder so eine Art gelber Stecker. Man kann diesen Stecker zwar nicht ziehen, das ist wirklich ein reines, wie nennt man das? Designobjekt. Aber die Firma Electronic Arts, natürlich heute EA Games oder EA Sports, je nachdem, hatte da damals, ja, gewonnen, wunderbar, hatte da damals für den Sega Mega Drive auch schon Exklusivtitel entworfen. Und das hier zählt natürlich mit dazu, denn es ist ein EA-Spiel. Jo, wir bekommen hier $1,000 als Dritter, sodass wir vielleicht in der Stage 3 hinterher uns dann ein richtig neues, heißes Motorrad kaufen können, womit wir dann auch vorne mitfahren. Denn hier das aufgepimpte Billigbike vom Anfang, was wir hier immer noch fahren, was immer in den Tuning-Kategorien eine Stufe dort verbessert werden kann, reicht jetzt gerade noch aus für unsere Tour hier, aber natürlich langfristig dann nicht mehr. Und ich würde auch sagen, wir machen eine Pause. Und wir sehen uns dann im dritten Teil hoffentlich wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschalten möchtet beim dritten Teil von Road Rash. Da geht's hier mit der Strecke Germany natürlich weiter. Und ich freue mich natürlich auf euch, dass ihr dann wieder mit mir einschalten möchtet. Ich bin der Markus und ich bin raus.